Hier bin ich wieder, ihr Lieben. Wir schauen jetzt mit der Überraschungsneunerlegung, was die Karten uns sagen möchten, wenn wir nichts fragen. Also was sie uns aufgeben als zentrales Thema, wo wir mal drüber nachdenken dürfen. Ein Rat, ein Tipp, eine Inspiration. Es geht um unsere Zweifel, um ein Gefühl, etwas ist nicht stimmig. Etwas fühlt sich nicht gut an. Wir haben mit der 14 auch eine Zahl aus dem hebräischen Alphabet. Das ist die 50. Diese Zahl können wir auf die 5 reduzieren. Ja, und die 5 sagt uns hier geht es auch schon um komplette Veränderungen, wo wir Vergangenes erlösen, wo wir wieder mit Schwung vorangehen. Also ein Manövrieren aus einer Situation, wo man im Leben vielleicht gerade nicht die Tragfähigkeit spürt, die Erdung hat, wo man das Gefühl hat, das Leben läuft an mir vorbei, hier ist kein Wachstum, hier kommt keine Ernte, irgendwas stimmt nicht. Hier kommen Situationen von außen. Ne? Wir werden von außen angeregt. Das Außen sind die Dinge, die man nicht kontrollieren kann, die du nicht mal auf dem Schirm hast, dass sie jemals passieren könnten. Gerade darin liegt nämlich das Gute. Das Außen zwingt uns sozusagen mitzugehen oder zu erkennen, wo wir auch Blockaden haben, weil wir uns vielleicht vom Außen abhängig machen. Viele von uns gehen mit bestimmten Ängsten durch den Tag. Es könnte ja dies, das, jenes passieren. Leider vergisst man in der Zeit immer das Leben oder zu leben. Und hier geht es darum, dass man Hindernisse, die man von außen auf den Weg kriegt, die auch so mit Konflikten verbunden sind oder wo man einfach auch dieses Gefühl hat, ich habe keine Lust mehr, um das Hindernis rumzulaufen. Ich möchte einen geraden Weg. Dass daraus gerade das Hindernis entsteht, etwas nicht so anzunehmen, wie es ist. Wir werden wieder mal an das Alltagsglück erinnert. Wir werden darauf erinnert, auf das zu gucken, was uns im Alltag nährt, trägt, gut tut. Wir haben hier auch irgendwo einen Kampf in uns, den wir mit uns austragen, ne? Da habe ich jetzt bis jetzt noch niemand, der den auslöst. Das scheint ein Familienthema zu sein, eine Sache, mit der du nicht harmonisch bist. Es kann auch sein, dass es sehr viel um die Ehrlichkeit einer Situation geht, um die Wahrhaftigkeit, um die Authentizität. Wo versteht jemand deine Wahrheit und wo versteht man die nicht? Ich stelle mir das immer so vor oder ich erkläre es auch gerne so. Das ist natürlich eine Vorstellung. Wenn du dir jetzt überlegst, du wirst bei deiner Geburt in verschiedene Boote eingeteilt, ne? Bötchen A fährt mit diesen Voraussetzungen, Bötchen B mit diesen und so weiter. Dann ist es ganz selten, dass die Gegebenheiten von Bötchen A zu Bötchen C passen. Und das ist da, wo man sich unverstanden fühlt, wo die Chemie nicht stimmt. Und es macht keinen Sinn, andere davon überzeugen von seiner eigenen, zu überzeugen von seiner eigenen Wahrnehmung. Denn ich habe das schon zu oft gesehen, dass das überhaupt nichts bringt. Es gibt nur Gegenargumente, es gibt ein Kräftemessen, es gibt dieses Ding, wer hat wann wo recht. Aber das gibt es nicht, weil jeder den eigenen Blick auf die Dinge hat. Also es ist ein Kampf, der sich nicht lohnt. So, möglicherweise gibt es Dinge im Umfeld zu harmonisieren, die mit einem Gegenüber zu tun haben.
möglicherweise auch mit der männlichen Linie der DNA. Und es geht um Situationen, wo man sich speziell alleingelassen fühlt, wo man denkt, man müsste alles selbst wuppen, wo man Trennungen auch nochmal vorgeführt kriegt, warum, wer hat wo nicht die Wahrheit gesagt, wer hat dich nicht mit deiner Wahrheit verstanden, und es geht speziell hier um, wir hatten das schon mal irgendwie, ich glaube bei der Lebenslegung, dass wir erkennen müssen, dass es vielleicht wenige Menschen gibt, die mit uns in unserem Bötchen fahren, aber dass genau diese eben wichtig sind. Also die Liebe, die Emotion, die wir zu Personen haben, die uns tragen. Da wir hier die männliche Linie mit drin haben, kann das durchaus auch ein Thema sein, das so von den Wurzeln kommt, das auch auf die Söhne überschwappt. Zum Beispiel, ich sage euch, möglichst viele Szenarien. Und es gilt, sich aus dieser Situation rauszunehmen, anstatt zu kämpfen oder zu diskutieren oder jemand immer wieder zu erklären, wie was für einen so und so gilt. Man kann die anderen nur minimal überzeugen, würde ich sagen. Da ist diese Akzeptanz einfach da, dass jeder seine eigene Wahrheit haben darf und kann. Auch in Partnerschaften. Ihr kennt ja auch dieses Ding, was ich denke und tue, traue ich anderen Menschen zu. Dass man so denkt, okay, ich traue jetzt der Person dies, das, jenes zu. Ne, die Falschheit irgendwo auch. Aber die meisten sagen dann, naja, das, was du denkst und tust, hat viel mehr mit dir zu tun als mit der anderen Person, dieser Spiegelblick. Und die Überraschungslegung sagt hier, guck mal auf die Weide und guck mal, wie viel Flexibilität man an den Tag legen darf. Ja, und die Karte ist gesprungen, weil sie uns daran erinnern möchte, flexibler zu sein, sich manchen Umständen auch zu beugen oder nachzugeben. Und sie möchte auch daran erinnern, welche große Kraft darin liegt, dass man bewusst nachgibt und dass es auch kein Verrat an den eigenen Vorstellungen ist. Natürlich gibt es auch Sachen, da muss man standhaft bleiben. Aber es geht auch dazu gucken, wo muss ich mich mehr anpassen, wo bringt mir meine Sturheit nichts, wo könnte ich mir vielleicht die Zweige auch abbrechen, statt wie bei der Weide geschmeidig mitzugehen. Und der tragende Satz ist eigentlich, dass wir uns dem Leben anpassen sollen, anstatt mit ihm zu kämpfen. Ja? Dass eben darin die Lösung für uns liegt und man sich dafür entscheidet, anstatt zu brechen, sich lieber zu beugen. Auch der Veränderung und der Flexibilität gegenüber offen zu sein, bringt hier neue Inspiration und auch ein bisschen Verzauberung mit in die Situation. Das ist sehr spannend. Wir gucken mal, worauf die Rune uns noch hinweist. In dieser Überraschungslegung, Botschaft, da ist mir schon eine gesprungen. Wir haben Fehu und es geht um die materielle Fülle und um die Vollendung von Dingen. Hier haben wir ja auch das Wachstum dabei und mit der 5 in der Mitte eben das komplette Erlösen von Vergangenem, wo du vielleicht auch Mangel dabei gehabt hast. Auf der Karte siehst du einen Viehbestand. Das war früher so also je mehr Vieh, desto reicher war der Bauer. Ne? Und hier werden auch speziell stagnierende Situationen, also langwierige Prozesse wieder ins Rollen gebracht, in Bewegung gebracht. Und es steht einem die Energie zur Verfügung, die man für Projekte braucht oder für Aufgaben, um dass man sie zu einem guten Ende bringt. Nun haben wir heute kein Vieh mehr im Stall oder die wenigsten von uns, aber
Wir haben vielleicht materielle Güter, Geld, bewegliche Dinge. Es geht auch um Lasten, die so ein Tier tragen kann oder die es bewegen kann. Und die Rune sagt uns, dass wir die Kraft benötigen, Quatsch, dass wir die Kraft haben, die wir benötigen, um unserem eigenen Leben eine gesunde Basis zu bringen. Das kann mit deinen Talenten sein, dass du da den Besitz erreichst, den du brauchst. Und du wirst hier beim Erreichen deiner Lebensträume unterstützt. Auch wenn du vielleicht irgendwo eine Kurskorrektur brauchst, weil du Situationen geschickt kriegst, wo du merkst, du bist auf einem Weg, der dir nicht gut tut. Also es geht einfach um die gesunde Basis, die man braucht, um Fülle zu erreichen, um etwas zu vollenden, das dann Reichtum und Anschaffungen ermöglicht. Also sei hier sehr flexibel und breche nicht, also mach nicht so viel Widerstand, dass du zerbrichst, sondern sei flexibel, dann kommst du hier auch an dein Ziel, ne? An die Vollendung. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich drücke euch. Bis bald.